3 Gitarren der Firma Anchor Guitars, also Anchor wie Anker, habe ich heute hier für dich zum Test. Und eventuell wirst du denken, Moment, du hattest schon mal 3 Gitarren von Anchor und das ist gar nicht so lange her. Richtig, da hatte ich die sogenannte Original-Serie mit Fertigung in Fernost. Heute kümmern wir uns um die Europe-Serie, oder wie genau heißt sie? Genau, Europe-Serie, und die ist, wie du wahrscheinlich raten wirst, Made in Europe. Ich habe 3 Modelle für dich, 2 Eagle und eine Falcon. Und zwar habe ich die Eagle in der absoluten Barebone-Variante, ohne Pickup, die günstigste Variante. Preise blende ich unten ein, ja. Und ich habe die SWCWAE, das ist die teuerste Variante. Und SW steht hier für Solid Wood. Die hat nämlich eine massive Decke. Genau, kommen wir noch dazu. Hier habe ich erstmal das Barebone-Modell und du hörst diese Gitarre über dieses Sennheiser MK4-Mikrofon. Und wir legen mal los mit Strumming, machen dann ein bisschen Fingerpicking, ein bisschen Leadplaying, spiele ich dir alles nacheinander weg, damit du direkt hörst, wie diese Gitarre klingt. Von der Bespielbarkeit lässt sich ziemlich gut spielen, hat nicht allzu tiefe Bünde, das mag ich bei Akustikgitarre nicht so besonders. Der Sattel könnte einen Tick tiefer sein, das sage ich aber bei jeder Gitarre. Ansonsten echt ein toller Klang in der Preisklasse, mein lieber Mann, nicht schlecht. Verarbeitungsmäßig keine Wünsche offen, keine scharfen Kanten, keine scharfen Bünde, alles sieht wunderbar aus, schöne, leichtgängige Mechaniken, die hinten offen sind. Ist ja mittlerweile so ein bisschen in, ne? Da kannst du hier mal gucken. Siehst du die offenen Mechaniken? Ansonsten zeige ich dir mal die Gitarre in voller Pracht. Ja, ein schönes Instrument und auf jeden Fall sollte man die sich auch mal anhören oder anspielen. Die ist in diversen Musikgeschäften verfügbar, bevor man sich für einen der Platzhirschen entscheidet. Anchor Guitars gibt es nämlich erst seit 2020, also eine sehr, sehr neue Marke. Sonst gibt es zu dir hier nichts zu sagen. Ich habe keine Kritikpunkte. Gehen wir mal weiter zu der gleichen, aber in der Edelausführung. Gitarrenwechsel in 3, 2, 1. Das ist jetzt die Eagle, ich gucke nochmal hier, SWCWAE. Und das CW steht, soweit ich das sehe, für Cut Away. Bessere Bespielbarkeit in den hohen Lagen und natürlich dadurch aber auch so ein kleines bisschen weniger Wumms, weil der Korpus durch das Cutaway natürlich etwas kleiner wird. Dafür nehmen wir jetzt alles gleichzeitig mit dem Piezo auf und du kriegst jedes Beispiel immer zweimal zu hören. Einmal mit Mikro, einmal mit Piezo. So, bei dem Piezo habe ich
nichts gemacht. Also den kriegst du durchgeschliffen in deine Ohren. Das Einzige, was ich gemacht habe, weil es sonst komisch klingt, ich habe ein bisschen Hall draufgelegt mit meinem Fractal Audio XFX und habe da einen schönen Goldplate draufgelegt. Okay, sonst ist nichts damit gemacht. Kein Kompressor, kein EQ, habe ich extra rausgelassen. Ne? Also das geht hier, geht in den XFX und du hörst das nur über einen schönen Hall. Los geht's, Klangbeispiele. Noch was gibt es zu sagen zu dem Piezo-Tonabnehmer. Der Piezo ist natürlich hier drin und die Kontrollen sind hier im Schallloch. Schöne Sache ist, es ist eine extra Buchse hinten raus, teilt sich also nicht das Loch vom Gurtknopf. Und ich finde immer, das steht an einer falschen Stelle raus. Deswegen finde ich es ganz gut, dass hier eine getrennte Buchse ist und hier auch das Fach für die 9-Volt-Batterie. Ich kann dir das hier mal zeigen. Sieht so aus. An dem Piezo kann man nur die Lautstärke verstellen und du hast einen Regler, wo du praktisch die Höhen wegregeln kannst. Ansonsten habe ich die Höhen jetzt voll aufgedreht, was praktisch ein neutraler Sound ist, und die Volume voll aufgedreht. Und wie gesagt, das geht in meinen Fractal Audio XFX, um ein kleines bisschen Hall drauf zu zaubern. Das war es auch schon zu dieser. Das ist die Eagle SW CW AE. Gitarrenwechsel in 3, 2, 1... Hier habe ich jetzt die Falcon CW-AE. Und ich glaube, ich komme so langsam hinter diese Bezeichnungen. Pass auf. AE
steht für Pickup, glaube ich. Weil die hatten Pickup und ein Cutaway. Ne? AE für Pickup, CW für Cutaway und SW für Solid Wood. Das ist keine Solid Wood, die ist teilmassiv. Und das ist die Falcon. Ich würde die jetzt beschreiben, die ist ein bisschen dünner, die ist ein bisschen kleiner und ein bisschen handlicher. Weitere Details kannst du übrigens super auf der Webpage nachschauen von Anchor Guitars. Und das ist Anchor, also wie der Anker in Englisch, Anchor-Guitars.com. Und da kriegst du alle Infos, welche genauen Hölzer da jetzt drauf sind und so weiter und so fort. Ich bringe dir hier in dem Video eher das, was du nicht lesen kannst, nämlich wie die Dinger klingen und wie sie sich bespielen lassen. Bis jetzt, Bespielbarkeit super. Ich glaube, die lässt sich noch ein bisschen besser bespielen. Sehen wir jetzt bei den Klangbeispielen. Okay, das waren die Soundbeispiele zu der Falcon. Und wenn du dir jetzt überlegst, dir auch mal Anchor-Gitars anzuschauen und du dich vielleicht sogar entschließt, eine Anchor-Gitarre zu kaufen, dann wirst du wahrscheinlich in der Packung eine Überraschung finden, denn da ist eine Überraschung von Gitarrenlehrer online drin. Mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall ist etwas mit Wert und du wirst dich wahrscheinlich sehr darüber freuen. Und übrigens, da du dir ja hier ein Video über Akustikgitarren anschaust, kann es ja auch gut sein, dass du vielleicht beim Akustikgitarrespielen etwas dazulernen möchtest. Da habe ich gerade 3 neue Kurse Anfang des Jahres rausgebracht. Und zwar den Grundkurs Akustikgitarre 2.0. Also mein bewährter Kurs, den es seit über 5 Jahren gibt, neu aufgenommen, mit dem Feedback von allen, die den Kurs durchgemacht haben, genauer erklärt, besser erklärt und so weiter und so fort. Dann haben wir Akustikgitarre für Fortgeschrittene mit Sophie Chassé. Der knüpft genau da an, wo mein Grundkurs Akustikgitarre aufhört und ist für alle gedacht, die richtig gut werden wollen auf der Akustikgitarre. Und dann gerade rausgekommen, Grundkurs Konzertgitarre mit Ralf Schäfer-Lösch, wo Ralf dir von Grund auf die Konzertgitarre erklärt. Es geht da eher so ein bisschen um klassische Musik, mit Fingerspiel, Nylon-Saite-Gitarre und so weiter. Also die 3 Kurse gibt es. Und jetzt zurück zum Video. Das war's zu diesem Gitarrentest. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du weitere Fragen hast zu den Anchor-Gitarren,
Ob es jetzt zu der Original-Serie ist oder zu der Europe-Serie, kannst du gerne auch mal unten in die Comments reinschauen. Ansonsten, dir vielen Dank fürs Zuschauen. Kanal abonnieren, Glöckchen drücken nicht vergessen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.